Hüppchen, Puppelchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ahead in Time. Ja, Part Nummer 11 ist das jetzt. Und ja, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht, ne? Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Beim letzten Mal, soweit ich mich erinnern kann, ist jetzt schon wieder ein paar Monde her, als ich das letzte Mal Ahead in Time gespielt habe, da hatten wir ja den Schaffner besiegt. Genau, den Schaffner hatten wir fertig gemacht. So, die Frage ist, ich müsste mir eigentlich mal einen Überblick verschaffen. Kapitel 1 und Kapitel 2 haben wir fast. Fast. So, hier will ich mal gucken. Kapitel 1 fehlt nur noch das letzte. Okay, Subkornwald müsste eigentlich auch fertig sein jetzt. Gehen wir mal ins Schlafzimmer. Heute würde ich... Nee, das ist was anderes. Heute würde ich gerne mal was anderes anziehen mit der Kleinen. Nehmen wir mal den kleinen Link, hä? Den guten Link. So, da oben, das haben wir. Das ist der Subkornwald. So. Den haben wir auch. Fertig. Wunderbar. Gut. Das schreibe ich mir jetzt mal wirklich ganz kurz auf. Die Frage ist, wo schreibe ich mir das am besten auf? hier nicht. Hier nicht. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja, ja, ich weiß. Graf mal wieder total. Das ist Final Fantasy. Jo, warte mal, was haben wir denn hier? Mafia Stadt ist fertig. Fast. Subkornwald ist fertig und die Studios sind fertig. Super. Dann könnten wir jetzt wirklich zur Alpha... Ja, ist ja gut, Mädchen. Wir, sind ja, wir fangen ja jetzt sofort an. Könnten wir wirklich zur Dingsbums überwechseln. Zur... das haben wir fertig. Hier, da könnten wir eigentlich jetzt hin. So. Ja, komm, das machen wir. Super, zur Alpine Bergkette. Kapitel 4, genau. Foto anschauen, okay. Und Free Roam, wunderbar. Hier müssen wir erstmal ein bisschen was freischalten, bevor es abgeht. Jo. Super. Red to go. Ah, cool. So, hier ist noch nicht so richtig fertig. Und wie man sieht, ist runterfallen. Ja. Runterfallen kann böse enden. So, ganz schön windig hier. Hoffentlich hast du den Schal angezogen. Naja, geht noch. Dafür hat sie einen schönen Kragen. Nett, dass die Kleine sich ein Schnüpfchen holt. Nett, das wollen wir ja nicht. Aber schöne Aussicht hier, gefällt mir. Also wird richtig spannend und richtig funmäßig. So. So, wir müssen dreimal klingeln, dann machen sie hier auf. Gibt es hier auch jemand? Lebt hier überhaupt jemand? Sieht jetzt nicht so aus, wenn es unbewohnt wäre. Man muss auf Schatten achten. Ja. Böse Spinne. Das hat wehgetan, ne? Ja, passt schon. Oder? Oh, hi there. Ja, die Kleine, der geht's gut. Hi.
Oha. Alter Schwede. Alles klar. So. Ah, ich glaube, sie rutscht nicht gerne mit dem Bauch über die, mit dem Bauch die Treppen hoch. Das gefällt mir nicht. Das ist hier. Gut. Irgendwem gefällt das hier nicht, dass wir hier irgendwas betätigen. Ah, wow. Wow, geil. So geil das auch aussieht, aber... Ab ins Paradies. Ja, das müssen wir erstmal freischalten, aber schon cool. Hui! Ja, darf natürlich nicht loslassen, die Kleine. Ist das am Arm festgemacht, oder? Superman! Ey, komm, passt schon. Super! Ja, wollte auch schon sagen, das ist das richtige Level. Ich wusste nur nicht, dass man das freischalten muss. Ja, cool! Oh, da ist auch schon gleich der Zeitriss. Ja, den nehme ich auch direkt mit. Muss ich ganz ehrlich sagen, hört sich so ein bisschen an wie Dingsbums. Wie von, wie von Final Fantasy Crystal Chronicles. Hab ich so das Gefühl. Nee. Okay. Ja, wollte schon sagen hier. Ich will natürlich so viel wie möglich mitnehmen. 100% Run, wie gesagt, kennt ihr von mir. Glaube ich nicht, dass ich ihn schaffe, auch wenn ich ihn gerne haben wollen würde. Aber da muss ich auch realistisch gestehen, das wird, glaube ich, dann auch zu lange. Vor allem, weil ich dann noch viel mehr geplant habe. So, die erste Karte haben wir. Nein! Oh, Mädchen! Oh, ich hab dich doch lieb, nicht runterfallen, kein Suizid! Okay, kein Suizid. Sorry. Na gut. So, jo, haben wir alles hier. Diese Dinger kannst du aber wirklich nur einmal betreten, von daher. Oh, cool, die Musik ist cool. Die Musik ist echt cool. Oder? No, oh no. Nee? Doch, komm. So, da sind Kronen, das ist eine große Ziege, aber für die sind wir, glaube ich, relativ uninteressant. Hey, ich will erstmal hier links hin. So, die Vögelchen machen wir platt. Ich will aber doch gern nochmal alles in Ruhe angucken. Wow. Okay, hier ist was. Ja, doch, das passt. Alles klar. Nee, ich will da ganz normal runter. Bin ich da? Hier runter? Ja. Ich muss ja, was das angeht, sehr vorsichtig sein. So, okay, dann könnten wir hier geradeaus gehen. Da würde es aber lang gehen, deswegen gehe ich erstmal hier lang. Nein, auf den Wolken können wir nicht stehen. So,
So, hier müssen wir aufpassen. Hier gibt es so Ninja-Katzen. Oh, die klauen uns nämlich auch Sachen. Hier gibt es auch zwei. Ich will den anderen natürlich auch weghaben. Ja, komm, das passt schon. So, müssen wir natürlich aufpassen. Das ist nämlich hier Katzengebiet. So. Ja, Sakura. Ich weiß nicht, ob du das guckst, aber das ist doch auch wieder was für dich. Hier so ein Katzenfelsen bemalt mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Stirnband heißen die, nee, Bandana ist es nicht. Ist nicht ganz so wie Nyankusa. Warte mal, kann ich da hoch? Müsste doch bestimmt auch irgendwie klappen. Nee, klappt nicht. Okay, gut. Aber vielleicht doch. Ich probier's mal. Hier oben auf diesen Felssprung. Gut, dann probiere ich es anders. Ich habe ja hier noch ein paar Herzen. Schade, ich dachte, man könnte irgendwie so ein bisschen da hochkommen. Das wäre ganz cool eigentlich. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht klappt es ja über hier, über diese Laterne. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, super. Das bringt natürlich gar nichts. Kann ich hier auf dieses Teil hoch? Boah, Mädchen. Hoffentlich klappt das. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das hier so klappen würde. Ah, nee. Schafft sie nicht. Okay, okay, okay. Schade eigentlich. Ich dachte, man könnte da irgendwie so ein bisschen hoch oder so. Na gut. Dann soll das nicht so sein. Und ich mache mich dann dran. So, hier runter gibt's nichts, alles klar. Ja. Was ich sagen wollte. Böse Vögel. Böse Vögel, du auch. Mit denen können wir auch nichts machen. Die können uns nur umrennen. Also, die sehen schon böse aus, ne? Aber die haben normalerweise nicht so leuchtende Augen. Sekunde. Hier gibt es doch bestimmt auch noch irgendwo. Sieht schon cool aus, die Kleine da so im Schatten. Nee. So, da drüben war ich aber schon. Okay, dann gehe ich jetzt ganz normal hier hoch. Und guck, ob hier irgendwas ist. Sieht aber nicht so aus. Gut. Naja, ist auf jeden Fall eine schöne Map, muss ich sagen. Okay, da geht's regulär lang. Aussichtspunkt. Okay, da drüben gibt es einiges. Oh, da drüben. Komme ich da nur hier so hin? Krass. Alles klar. Ja, aufpassen, das kann Aua geben.
Ist aber klar, dass man nicht in Lava springen sollte. Sagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Das weiß die Kleine aber auch. So, okay. Super, hat funktioniert. Die Frage ist, will ich da hoch? Soll ich da hoch? Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Alles klar, aber hier runter will ich trotzdem nochmal. Hat jemand bemerkt, dass selbst wenn ein riesiges Fass... Ich glaube, also sagte ich zu ihr gar nicht, geh nicht, was? Ah komm, die labern wieder irgendeinen Stuss. Gut, hier können wir eigentlich nur ein bisschen Money kriegen. Theoretisch haben wir genug, um weiterzukommen, aber wie gesagt, ich würde gerne noch 3 von diesen Karten haben. Nee, hier gibt's nichts. Okay, oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Hier hingehe vielleicht. Nee, okay. Super. Das meinte ich. Jetzt sieht die ganz schön verkohlt aus, oder? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Alles klar. Super, der Kleinen geht's einigermaßen gut. Macht euch da keine Sorgen, die ist hart im Nehmen. Und jetzt nochmal schön Klatscher, Klatscher, super. Geht's hier rein? Nee, okay. Geht's hier rein? Nee, alles klar. Wie gesagt, bei diesen Dingern bin ich immer sehr gerne übervorsichtig. Weil man weiß ja nie... ob es da noch irgendwo eine Karte oder so gibt. 3 von 5. Okay, das bedeutet hier... müssen noch 2 sein. Ja, die Alpine Bergkette kann ganz schön krass sein. Das bedeutet, das wird noch ein schöner Spaß. Okay, hier geht's weiter. Regulär. Okay, na auf, komm schon. Na auf, los. Da ist noch ein Krönchen. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Okay, hier brauche ich die eingeborene Maske. Boah. Boah. Nein! Ach, das war knapp. Ach, weißt du was? Den ersten Part von den neuen Projekten für 2020 kann ich eigentlich im Dezember hochladen. So, so, die Frage ist, wie komme ich da rüber? Wie komme ich da rüber? Okay, vielleicht komme ich von dort aus da irgendwie hin. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall muss ich da hoch. Das bedeutet, nehmen wir erstmal diesen extrem krassen Weg zu
zurück. Super. Vogelhaus. Na? Die kleine Skollig, die kleine Skollig. Ah, super. Die Frage ist, wie komme ich... Vielleicht... Schafft die das? Nein, schafft sie nicht. Wow! Ah, Mist. So, die Frage ist, wie komme ich da hoch? Diese riesige Windmühle kann ich also nicht benutzen. Schade, schade, schade. Boah, das ist... Normalerweise sind die Dinge einigermaßen okay, wenn du jetzt diesen... wenn du jetzt halt nicht alles abklappern musst. Von wegen... normalerweise sind die Dinger jetzt gar nicht so unspektakulär. Wollte ich damit sagen. Ah, ich weiß ungefähr, wie ich da hochkomme. Alles klar, super, dann weiß ich da schon mal Bescheid müssen. Nee, okay, das, ich dachte, das Wasser macht uns Aua. Nicht Aua im Sinne von tut weh oder zieht uns Leben ab, sondern eher die Strömung zieht uns weg. Wow! Mein Fehler, mein Fehler. Ich habe irgendwie verkackt. Warte mal, komme ich so da hoch? Ich probiere es mal. Nee, komme ich nicht. Okay. Im Sinne von ich probiere es mal, dachte ich, würde verrecken bei dem Versuch, aber das scheint ja so zu klappen. Gut, nee, was ich eben sagen wollte, ich dachte, das Wasser würde uns irgendwie zurückpushen, aber dem ist ja nicht so. Da komme ich auch hin. Aber ich möchte natürlich erst hier lang. Ja, wie gesagt... Wasserströmung und zurückpushen. Dachte ich erst, aber... So, das haben wir. Da hoch muss ich noch. Kann ich da eigentlich lang? Ich probiere es mal. Shit, 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 shit. Ja, ist blöd gelaufen. Gut, ich dachte, da wäre noch irgendwas, wo man sich hier so ein Geheimgang oder so. Aber naja. Gut, ja, 4 von 5. Das ist okay. Das ist soweit okay. Gut, aber ich gebe mir ja auch Mühe. Och, Mist. Ich würde ja die Kleine da ein bisschen, die, ich würde der Kleinen ja die Verantwortung geben, aber das kann ich nicht. So, da runter geht's. Warte mal, lass mich mal ganz kurz. Dahin muss ich. Das bedeutet hier runter. Es geht ja einigermaßen. Der Wasserstrom haut uns ja nicht raus oder haut uns ja nicht weg. Das meinte ich. Ich habe gewusst, dass es da irgendwie sowas gibt. Ach Mist. Vermaledeit. Ich darf jetzt nicht verrecken. Sonst war der ganze Kram nämlich umsonst. Ja, blöd gelaufen. Ich dachte, ich könnte hier ein bisschen mit Leben um mich werfen, aber... Wir wollen ja nicht, dass die Kleine stirbt. So, jetzt erstmal hier rüber. Oh, Leben, Leben, Leben. Super. Gut. Ah, bei denen muss man aufpassen. Die machen Aua. Normalerweise platzen die. Aber ich glaube, das hält sich hier, was das angeht, in Grenzen.
Ja, das hier sind jetzt die Vögel dran. Ninja-Katzen und Vögel. Ja, lief ganz gut. Oder läuft immer noch ganz gut. Also wir haben jetzt wieder 3 Leben. Das bedeutet mal, das ein oder andere Mal kann man schon mal absterben. Oh, da oben links ist noch was. Ja, das wird wieder ein Spaß. So, jetzt versuche ich hier über das Vogelhaus zu krabbeln. Schaffst du das, Mädchen? Gut, ist auf den Bobbes gefallen, aber das macht nichts. Ah, Mist. Wie kommt man denn da hoch? Ah, von da oben. Ah, ich verstehe. Alles klar. Okay, okay. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt gebraucht haben, aber es tut auf der anderen Seite auch nicht weh. Kann ich da eigentlich runter? Ja, was macht? Bringt eigentlich jetzt gar nichts, weil ich habe ja alles. Von daher will ich mich mal diesbezüglich nicht beklagen. Achso, da unten war das okay. Entschuldigung, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. So, 3 Stück haben wir noch. Und sind fertig. Super. Hier gibt es auch nichts mehr. Super. Das erste, glaube ich, was wir wirklich zu 100% komplett haben. Kohle, Kohle, Kohle. Nein. Och Mist. Egal, passt schon. So, wunderbar. The Twilight Ascent. Einst war eine wandernde Ziege. Sie lief durch die Wüste und hat von den Sternen den Weg gewiesen bekommen. Sie ist an einen Ort geraten, an den sie sich niederlassen wollte. Ihr hatte super gefallen ins gelobte Land. Sie erklimmte den Berg durch Mühen und hat Wege für zukünftige Generationen gelegt. Dann hat diese Ziege Erleuchtung erhalten, indem sie die Glocken geläutet hat und gebetet hat. Wie Buddha. Und sie wurde eins mit dem kosmischen Strom. Und so sehr diese Ziege auch eins wurde, erblüht aus ihr das Leben und die Sternbilder. Und so entstand ein neues Paradies für Bergziegen. Oh, geil. Was denn das? Eishut mit Kätzchen, mit Kätzchen, mit Katzenohren. Oh, wie cool ist das denn? Ein seltener Sticker ist ein Headkids Raumschiff aufgetaucht. Boah, den will ich suchen, den will ich finden, den will ich finden. Ich habe keine Ahnung, was diese Sticker bewirken, aber wenn das schon in meinem Raumschiff rumeiert, dann möchte ich den sehen. Das ist ja wohl klar. Dann kann ich danach auch den Part beenden. Aber, oh, die neue Mütze, neue Mütze, neues Mützchen. Juhu! Oh, guck mal, wie goldig ist das denn? Hallo. Warte mal, warte mal. Hier kann ich doch bestimmt auch irgendwie... Fotomodus, oder? Oh, super, das ist cool. Das schicke ich der Sakura persönlich. So, das musste jetzt sein. Entschuldigung dafür, aber das musste sein. Das war nämlich super. Gut. Hier ist irgendwo ein seltener Sticker aufgetaucht. Den möchte ich natürlich jetzt noch suchen in diesem Part. Dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Schon mal. Oh, 35.
Hier gibt's was Neues. Aber so viel Dingsbums haben wir noch nicht. Ich gucke mir jetzt erstmal den ganzen Kram hier an. Wo ist denn der neue Sticker? Wo ist der neue Sticker? Mit dem mit dem neuen Eishut passen wir direkt perfekt hier rein. Gibt's hier einen Sticker? Nö, gut, dann nicht. Ey, die Mütze ist cool. Mit dem kleinen Schwänzchen. Oh, super. Ist das eine Katzen- oder ist das eine Waschbärmütze? Och, nee. Doch. Ich glaube, das ist eine Waschbärmütze, ne? Ist egal, ist beides cool. Die Kleine kann alles anziehen. So, wo ist denn jetzt ein Sticker aufgetaucht? Hier schon immer... Da! Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Die Frage ist, wie kommen wir denn da dran? Geht das so? Nee, okay. Dann muss ich das doch irgendwie... So, den Sticker haben wir runter. Jetzt brauche ich den Hexenhut. So, neue Sticker wurde. Drücke Left Analogstick oder Dingsbums. Ah, so ein Sticker. Ach, das sind die Sticker. Stimmt, da war ja was. Ah, Sekunde. Es ist eine kleine Maschine, die Tokens nimmt und dir ein Geschenk dafür gibt. 3 Tokens für ein Geschenk, auf jeden Fall. Neue Farbe wäre natürlich cool. Rüsten wir auch gleich mal aus. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Hat auch was. Gut, dann lassen wir das mal so. Im nächsten Part gehen wir natürlich zurück. Oder man geht natürlich weiter. Und dementsprechend würde ich dann auch sagen, macht's gut, danke fürs Reinschauen. Und in der Alpine Bergkette geht es dann beim nächsten Mal weiter, ne? Oder? Ach komm, doch, oder? Sorry. Ja, ist okay. Also, sagst du jetzt nochmal Tschüss? Thank you. Nein, Tschüss. Thank you. Ich hab gesagt Tschüss. Doch. Alles klar, super. Bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao.